Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Im letzten Part, ja, haben wir wieder mal ein paar Aliens zerstückelt. Und wir gehen jetzt mal hier weiter. Bin gespannt, was uns hier erwartet. Mach mal ein paar Schritte zu. Eintritt Vakuum. Ach nö. What? Hallo, hallo? Eintritt Schwerelosigkeit. Achso, und jetzt kann ich wieder. Nee. Hi, Mensch, ich vergesse das immer. Wo soll ich denn lang? Soll ich etwa da unten lang? Ah. Alter, hör auf zu röcheln. Haben wir noch ein paar? So. Beruhig dich. Ja, wo müssen wir denn lang? Na gut. Hui! I'm Batman! Batman! So, wir haben. Ja. Kann man nicht irgendwie diesen Lufttank mal ein bisschen erweitern? Der hält ja gar nichts aus. Irgendwo da oben. Ah, wir haben nicht viel Zeit hier. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. What the fuck? Kommst mir recht ungelegen. Habe ich noch was? Nein, habe ich natürlich nicht. Kann man nicht benutzen. Ja, super. Der macht ja einen schönen Remix. Ja. Yeah, I'm making a breakdance. Wie ich diese Aufgaben hasse, habe ich wenigstens noch meine. Super. Einfach super. Was ist das denn? Strahlmunition. Einen Knoten haben wir. Ich gucke mal, ob wir uns vielleicht ein paar Luftkanister irgendwie noch kaufen können. Weil mit einem werden wir wahrscheinlich nicht auskommen. Zwar wollte ich den sparen, aber naja. Wie das im Leben immer so ist, ne? Kaufen wir uns zwei. Und das muss auch reichen. Wenn du das nicht schaffst, ne, dann hast du Schulden bei mir, mein Guter. So. Ja, mach mal ein bisschen schneller. Wir haben nicht ewig Zeit. So, vielleicht sollte ich nicht immer ständig irgendwie. Eintritt Vakuum. Eintritt Vakuum. So. Eintritt Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja. Ja, dann halt nicht. So, zack. Okay, wir müssen dahin. Hui! Oh.
Arschloch. Dieses Röcheln, das regt mich irgendwie ein bisschen auf. Das hätten wir ruhig ein bisschen leiser stellen können. Nein, gehört natürlich hier alles mit zum Spielen. Soll ja realistisch sein. Ich glaube, ich würde auch nicht anders röcheln. Was? Warum geht denn das? Ende der Schwerelosigkeit. Ja, zum Glück. Ja. Entspann dich mal. Ende des Vakuums. What the fuck? Was ist denn hier los? Heavy Metal! It's time to say goodbye. Finde ich geil. Was ist denn hier los? Wie auch immer. Ziemlich matschig, ja. Uns wird hier gleich jemand entgegenkommen. Das weiß ich doch. Medipacks, ja. Wäre schön, wenn wir auch ein bisschen mehr Inventarplatz hätten, aber das haben wir ja leider nicht. Ich hab nichts gemacht. Nein. Diese kleinen Dinger, die sind richtig nervig. Erschreck mich doch nicht so. Wo ist er? Lass mich doch einfach in Ruhe. Nix drinne. Das finde ich ein bisschen... Bisschen Credits finde ich gut. So, da geht's weiter. Warum röchelt der denn so? Ja, da ist doch genug Luft drinne. Schnauze. Noch jemand ohne Fahrschein. Was auch immer du bist. So, war ja sowas von klar. Na gut, Stase war ja mit C, ne? Oh, das war... Hehehe. Danke fürs Geld. Stase sollten wir eigentlich öfters mal in Kampf benutzen. Aber ich komme ja... Ich bin grauenhaft. Wo sind die... Achso. Dachte jetzt ein bisschen Geld, aber... Hab mich leider getäuscht. Schade. So. Oh, ein Speicherpunkt. So schnell?
Speichern. So, wo müssen wir entlang? Bestimmt ja. Das war sowas von klar. Wie viele Aliens gibt es hier überhaupt auf dem... Hallo? Wie geht's denn, die Herren? Hier sind noch diese kleinen Ungeziefer. Oh. War schön, euch gekannt zu haben. Ich muss mal kurz hier durch. Mach schneller! Das ist unfair! So. Wenn es nicht anders geht... Habe ich überhaupt Muni? Kann ich das irgendwie... Nein, das wäre nicht so schön. Sag mal, habe ich keine Muni? Ups. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Ja, fantastisch. Was ist überhaupt der hier? So. Ich bräuchte mal ein bisschen Muni. Medipacks sind immer gut, aber jetzt bin ich out of Muni. Ja, Fußball spielen. Ich übe schon für morgen das Finale. Stase. Ja. Ich hasse es immer. Was ist das denn? Energie. Oh, Energieknoten. Finde ich gut, aber ich hätte doch lieber gerne. War ich nicht. War ich auch nicht. Was hast du denn überhaupt für ein Teil? Ah, bist du ekelhaft. Ich will erstmal mich nochmal umgucken. Halbleiter Gold? Was man auch immer damit machen kann, ich weiß es nicht. Da kann man die ja verkaufen. Gibt's hier keine Muni? Seid ihr scheiße zu mir. Oh. So. Ich befürchte nichts Gutes, da wir ja hier sehr viele Energiekanister haben. Ich meine, zum Teil ist es gut, aber zum Teil auch nicht. Ich sollte mir eine... Oh. Finde ich ja viel witziger. Hihi. Na gut, starten wir mal das gute Teil. Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Ja. Oh, zack. 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 Dann muss es halt so gehen. Oh, was hat er denn mit seinen Armen?
Das war nicht sehr schön. Haben wir wirklich nichts mehr? Okay. Vielleicht sollte ich. Ah, hehehe, wir machen es uns einfach. Ich hoffe, ich komme wirklich auch dazu. Na? Weißt du was? Nummer 1. Haben wir nicht mehr. Wir rüsten uns ein bisschen. Muss ja auch irgendwie sein. Nummer 2. Wobei ich erstmal... So, wir laden uns noch ein bisschen auf. Habt ihr noch irgendwo hier was für mich? Kann man das irgendwie aktivieren? Nein. Oh, hier war noch ein Kasten. Plasma-Energie-Cutter. Sehr schön. Wie viel haben wir? 11. Ja. Wir haben eine Bombe. Einen Energieknoten. Finde ich sehr gut. Der Yogi würde sagen, wir müssen taktisch anders vorgehen. Ach, hier kommt man ja noch runter. Ah, da. Ah, hehehe. Da wir ja ein bisschen Muni sparen müssen. 800 Credits, auch ganz famos. Ja, kann man die nicht irgendwie zertreten? Ja. So. Damit wir ein bisschen Muni sparen, weil... Medipacks sind auch sehr erwünscht. Ja, Krallen kann ich gerade nicht werfen. Das wäre sehr schön. Ich kann ja ein paar Tetrapacks nach denen werfen. Aber ich glaube, das würde nicht sehr effektiv sein. Was haben wir hier? Plasma-Cut. Oh. Na, sehen wir einer an. Wenn wir mal hier nicht hier so uns durchwursteln. Halb Goldplatine irgendetwas. Da können wir nicht hinter. Ich hab leuchten Asthma-Anfall. Nun gut. Wir sind gewappnet. Zündungssequenz ja, okay. Eingeleitet. Bitte warten. Ah, scheiß drauf. Bestätigen.
Oh, da ist jemand jetzt sauer geworden. So, ja, haben wir doch einigermaßen gut geschafft. Antriebe werden gezündet. Ja, fliegt das hier gleich in die Luft oder? Haben wir es gleich überstanden? Kommt ein Mega-Endgegner? Was ist denn hier los? Oh. Sollte ich hier nicht lieber verschwinden? Ja, sollte ich. Schnell weg hier! Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Geostationär. Warte, warte. Wir sind uns nicht sicher. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in tausend Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Ja. Sehr kompetent, die Leute, mit denen wir hier arbeiten. Naja, das war's dann auch wieder von meiner Seite aus. Das war sehr interessant, sehr spannend und sehr schwer. Nein, schwierig war es nicht, bloß halt die Muni ist langsam... langsam am Ende. Jetzt haben wir so viele Luftkanister, aber wir haben voll viele Credits. Wir sollten mal unsere Waffen dann das nächste Mal aufrüsten. Ja, ich beende jetzt hier den Part und wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und bis dann. Ciao.